Es gibt sehr viele Fragen. Dieser Film wirft sehr viele Fragen auf. Die Tamara vorhin hat es ganz gut gemacht, aber ich kann einfach nicht jetzt über euch reden. Der Film sagt viel über euch aus. Und das alles. Ich würde mich am liebsten dann auf die Fragen konzentrieren, die ich so zu dem Film jetzt so selbst gestellt habe. Ja, was, okay, das mag sein, dass das auch schon so auf den ersten Blick ganz klar ist, aber was ist wirklich die Intention, die dahinter steckt, mit so einem Film diese Familie dann zu begleiten über Tage und so? Ist das auf ihre Situation allgemein oder die Situation solcher Familien in Bosnien so ein bisschen aufzuzeigen? Weil es gab auch Fälle, es gab auch Situationen, wo nicht allzu viel Empathie war, auch nicht so viel Wissen der Beteiligten im Krankenhaus zum Beispiel, wie sie damit umgehen und was da zu machen ist. Was war so genau die Intention? Name, šta ste htjeli ovim filmom? Pored svega toga što smo vidjeli, da li je bilo možda da se obrati pažnja na situaciju u Bosni ili uopšte život sa takvom osobom? Pa, ich versuche jetzt etwas auf Deutsch zu sprechen. Ich verspreche nicht, dass es ganz korrekt wird, aber ja. Also wir haben Besetzung, ja. Also ich wollte sagen, dass das ist vielleicht, wir haben so viele Kommentare bekommen, das ist vielleicht eine, wie gesagt, weibliche Geschichte, dass so eine Geschichte normalerweise machen Frauen, über Kraft, so einige Kraft, Mutterkraft oder Frauenkraft. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin das ganze Leben mit meiner Mama und Schwester gelebt. Mein Vater ist im letzten Krieg in Jugoslawien gestorben. Und bin das ganze Leben mit Frauen. Und ich habe einfach so erlebt, das ganze Leben mit meiner Mama. Ich habe immer also gesehen, wie schwer eine Frau mit zwei, drei oder mehr Kinder in Krieg zu sein. Und vielleicht das ist auch einige Grund einfach, wo ich wollte so starke Frau zeigen. Es war leider nicht schwer, so eine Geschichte zu finden, weil wie Sie im Film gesehen haben, Mutter Renata hat überall, sie schreibt überall seine Geschichte über seine Situation. Und wie gesagt, es ist leider nicht schwer, so eine Geschichte zu finden im Internet oder irgendwo anders. Okay. Es ist natürlich, wir wollten auch zusammen über diese Situation generell in unserem Land auch reden. Das ist nicht leider nur in Bosnien, das ist die ganze Region, Serbien, Kroatien auch. Es ist leider einfach so, dass ich bin selber Vater und ich war mit meiner Frau, auf Geburt. Ja. Bei der Geburt, genau. Ja. Und ich weiß, was war das für meine Frau. Sie war nicht alleine da. Und in Bosnien, das ist unmöglich. Vater kann nicht dabei sein. Ja, und das ist selber in Kroatien oder Serbien. Und wir wollten einfach diese Themen, wie gesagt, hochzubringen, ja, dass man einfach mehr spricht über... Okay, ja. Razumijem potpuno. Ja. Da bi mogao možda u dvije, tri rečenice, četiri, uzmi vremena koliko ti treba, tema je ipak previše ozbiljna, da nam to kažeš i na našem, imamo goste. Razumjeli ste. Jeste li razumjeli? Jeste. Ako smo samo nas dvije razumjeli. Onda super. Ich habe noch eine Frage, wie weit
hat dieser Film jetzt dich verändert, deine Sicht? Oder, weil du hast die ganze Zeit begleitet, hast du da irgendwelche neue Erkenntnisse so für dich, so, dass du da Sachen vielleicht anders siehst? Oder? Natürlich, wie gesagt, ich bin Vater und ich weiß, wenn mein Kind krank ist, wie ist, also 2-3 Nächte nicht zu schlafen. Dass man kann nicht schlafen. Sie können sich vorstellen, wie ist, wenn Kind die ganze Zeit, seit acht Jahren, immer weint, immer schreit. Und es war natürlich auch sehr, sehr schwer zu filmen mit der Familie. Wir waren von 7 Uhr morgens bis 2 Uhr Nacht, Raum hat zu ja. filmen. Mhm. Und es ist sehr, sehr schwer. Und Eltern sind auch immer mit dem, wie gesagt, Tablette des Mirene, konstant noch Antidepressiv. Ja, genau. Ja. Da, dass sie irgendwas sagen könnten. Mhm. Genau. Okay. Ja, jetzt vielleicht an Borislav noch. Wolltest du noch was sagen? Borislav. Ja, an Borislav vielleicht eine Frage. Hat dieser oder wie hat dieser Film oder wie hat mir euch wahrgenommen? Oder gar nicht? Oder wie, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Kako je Mija ili da li uopšte registrovala ili da si ti osjetio s nečim da je ona primijetila da je nešto drugo, da se nešto dešava? Pa mislim definitivno jeste svjesna, ona je itekako svjesna svega što se dešava oko nje. Bilo je tu nekih trenutaka možda kad je bilo više ekipe u prostoriji, kada se bilo više zbog cjelokupne dinamike snimanja, da je možda osjetila da je možda nešto tu drugačije, da je, pa ne bih rekao da joj smeta jer nismo imali, poprilično je mirna djevojčica, ali definitivno da, i primijeti ona sve što se dešava oko nje, iako smo se mi trudili stvarno da tu sa njom u prostoriji budu roditelji, sabahiti, ukoliko je potrebno, mislim kamerman naravno, tako da trudili smo se da ograničimo tu situaciju da je nju jednostavnije. Ja, Branislav sagt, also die hat es auf jeden Fall wahrgenommen. Sie hat, ist zwar ein ruhiges Kind und sie haben versucht, sich unsichtbar zu machen, wie es möglich ist, aber manchmal gelingt sowas nicht und auf jeden Fall, sie hat es tatsächlich wahrgenommen, ja. Die ist ein lebendiges Kind, haben wir ja auch gesehen, also das ist, ja. Ja, das sind viele Fragen wirft das auf und die Akzeptanz in der Gesellschaft, kako je u društvu primjena, jer govori da su je drugarice, prijatelji napustili, treba sa takvom situacijom izaći na kraj. Die Akzeptanz in Gesellschaft, weil die Freunde haben sie verlassen, da kommt keiner mehr mit diesem Problem, oder ist das für die Freunde viel zu viel? Pa mislim, Renata je sama rekla, majka da, Mina, sama je rekla da se dosta toga promijenilo. I u filmu spominje čak da ona razumije takve situacije i razumije druge ljude da su se malo distancirali od njih. Jer ne viđamo svaki dan, na primjer, dijete tako. I ne možemo uvijek ni prići samo tako jer ne znamo u kakvom je stanju to dijete. Da li će možda naše prisutnost smetati djetetu, da li će ga uznemiriti. Tako da, njihovi životi su se potpuno promijenili, jer oni kažu da ih je to oplemenilo na neki način, da su oni postali drugačiji i jačiji ljudi. Ali ja bih htio dodati da, kao što je Renata rekla u filmu, da je teško, da su pokušali više puta da organizuju neke, da okupe te roditelje i to, ali toliko nema, zašto? Ljudi imaju strah. Oni su i sami pokrenuli ovaj proces i sa advokatom. Međutim, kako to inače biše kod nas u Bosni, sve završi na tome da jednostavno nema pravde. Oni su pokušavali i kažem, advokat je na kraju rekao da je to se desilo pri porodu, da niko nije kriv.
Svima je jasno i to nije nažalost prvi slučaj. Mi imamo poslije toga samo u Bihaću, naše kantonalne bolnice, znači malen grad, da ne govorimo šire. Imamo nakon toga par mjeseci, ja ću reći, ubijena je i žena i dijete. Dakle, šta čovjek ostane poslije toga? Kako dalje uopće? I apsolutno se niko ne pita. Ja. Mislim, zajednica kao zajednica ne funkcioniše, nije to samo u Bihaću, to je sud je tako, jednostavno ne funkcioniše i ne mogu, jer roditelji imaju strah. Šta ako, ne znam šta će da se desi i ne mogu, jednostavno nemaju snagu i nemaju podršku zajednice, kažem, koja je najbitnija. Jednostavno ne funkcioniše ni zdravstveni sistem, ni bilo kakav drugi sistem i to je u stvari najveći problem. Ja, genau, also es geht darum, dass... haben wir ja gefragt, dass die Freunde sie verlassen haben und dass sie da diesbezüglich also aus dieser Richtung wenig Unterstützung hat, wo aber die Mutter, die Renata, die auch das versteht, dass die Leute damit nicht klarkommen. Sie hat auch den Weg über einen Anwalt gesucht, sich da ihr Recht so auf diese Weise durchzusetzen und es wurde gesagt, ja, also es ist nicht ganz klar, es hätte ja auch bei der Geburt passieren können, auch zu Hause. Und damit wäre dann Krankenhaus quasi aus dem Schneider. Und ja, und das ist in unserer Gesellschaft, nicht nur in Bihać, die Situation so, da, dass man eben halt ziemlich alleine ist auf dem Weg. Ne? Also dass da wirklich keine Hilfe von keine Seite kommt. To je sigurno u uporedbi, evo živim tu već 10 godina otprilike i uporedu s ovim sistemom, mislim to su stvari koje su u drugim zemljama nemoguće, to ne može uopće da se desi tako nešto, kod nas je to normalno. E sad, koliko to poimanje normalnosti, koje su granice tog poimanja normalnosti i šta je nama to sve u Bosni normalno, do kojih granica mi to idemo i gdje je kraj? I to je u stvari ono pitanje. Das ist nicht normal, er lebt in einem ganz anderen System, seit 10 Jahren ist er in München und dass die Situation in Bosnien so nicht zu akzeptieren ist. Und wo sind die Grenzen? Wo kann man denn da aufhören? Und, ja, also da muss ich wirklich an der Stelle euch als Team, der Mut hatte, so einen Film zu machen, wirklich größten Respekt und Dank zollen. Und ich habe mir den Film viermal angeguckt und fand immer und immer wieder einen Aufreger, ja, wo ich dann sage, ja, das kann wirklich alles nicht wahr sein. Ja, es ist einfach nicht möglich. Jetzt würde ich an der Stelle im Publikum fragen, wenn da Fragen sind zu dem Film. Ich hatte eine Frage, Mogul, na bosansko ne govorim, aber ich hatte eine Frage, so dieser Film ist, wo kommt die Initiative, kommt ihr von einer Filmschule oder so und dann, oder habt ihr diese einfach Bedarf gehabt, Film zu machen? So, und was mich auch interessiert, ist das gezeigt in zum Beispiel in bosnischen Medien und Fernsehen? Znači, ja, pitanje, jeste li dolazite iz neke filmske škole, pa ste radili kao projekat neki ili neka, ono, kao ekipa imali ste potrebu ovu priču da ispričate i, ja, da li je prikazan ovaj film u medijima, ali možda oficijalnim medijima, ne ovako alternativnim, u BiH ili u regionu? Ja ću vam odgovoriti na pola pitanja, pola će Borislav vezano za prikazivanje filma, ali ja sam završio Akademiju umjetnosti u Beogradu i ovaj film je bio moj diplomski film. Međutim, profesor rekli da njegovo mišljenje je bilo da ovaj film zasluži jednostavno da ga publika vidi i da treba da ide dalje, da ne bi trebalo ostati samo na diplomskom radu, na tom prikazivanju i da tu bude kraj. Tako da je svakako... pitanje je bilo ili kao odakle počela ideja u stvari. Ja sam rekao da je to negdje moje i lično,
Zato što kažem, zbog tog cijeloživotnog gledanja moje majke, kako se bori za mene i sestru. Prvo, to je broj jedan. Drugo, kažem, kod nas je, gdje god se okrenete u Bihaću, stoji jeli, špende za Miju. Tako da je jednostavno nemoguće izbjegnuti takvu priču. Žao mi da postoji uopće takve priče. Tako da, kažem, uopće nije bilo teško i nije se bilo teško zadlučiti takvo nešto, jer Mija se ne liječi u BiH i ne podržava zdravstveni sistem, jer jednostavno ne mogu ispuniti sve što je njoj potrebno, tako da se ona liječi isključivo na donacijama, isključivo na onome što majka skupi i kako ona uspije. Sad možete vi zamisliti, i ona je sama pričala o tome koliko je teško da snimite nešto, pa da objavite, pa da čekate da li će vam nešto biti, da život vašeg djeteta ovisi o tome da li će neko dati pare. Jednostavno, ljudi se umore. Vi kad svaki mjesec dajete za nekog, ne znam, nebitno koliko novca, jednostavno čovjek se umori. A ona mora iznova da taj novac skuplja. I to uopće nije jednostavno. Ona sama kaže, treba to da snimim, pa da stavim, pa da ljudi vide. I što je meni možda, ono što se, meni su recimo, meni profesor zamjerio na diplomskom, kaže, zašto je tvoja glavna junakinja bila našminkana? Ja kažem, zašto sam ja tako htio i zato što ona tako hoće. Nisam htio da, a to ljudi vole da vide, nisam htio da pokažem ženu koja plače, a ni ona to ne želi. Ona je htjela da se vidi ta snaga i šta ona sve radi za svoje dijete. Njoj su prognozirala da će 3 godine živjeti maksimalno, ona je sad ima 8 godina i dalje je tu. Imala je 3 operacije prije mjesec dana u Minhenu i stvarno se ljudi trude od toga i mislim da je to, da je to bio u stvari moj glavni motiv da pokažem njenu snagu, što je u prvom razgovoru s njom i ona je sama rekla, ja ne želim film gdje će me ljudi žaliti. I oni cijelo vrijeme govori samo o tome da oni jednostavno žele da ljudi vide snagu i ne žele uopće nikakvo sažaljenje. Okay. A ova drugi dio pitanja bi mogao Boris odgovoriti vezano za... Ja, before the Boris da übernimmt, versuche ich da mal jetzt so ein paar Sätze noch. Obwohl, du machst... Super auf Deutsch. Ja. Das kann ich so. Schneller. Du könntest ja schneller auf Deutsch. Wenn du möchtest, kannst du auch auf Deutsch sagen. Ja, ja. Möchtest ja. du? Weil dann kannst du deine Emotionen noch besser rüberbringen. Aber was habe ich gesagt? Was ich gesagt habe? Genau. Ich kann dir helfen. Okay. Hab gesagt, dass er hat gefragt, von aber auch von, die Initiative, wo kommt die Initiative das? Von mich selbst schon erzählt, Diplom. Genau, das war ein Diplomfilm erst, aber es ist besser. Mit Sicherheit nicht, du kannst es bestimmt besser. Aber gut, es war ein Teil des, also eine Diplomarbeit war der Film, nur der Professor war der Meinung, dass dieser Film auch weiter gezeigt werden muss, dass dieser Film auf jeden Fall Publikum braucht und muss präsentiert werden. Und die Intention, warum, das hat er auch am Anfang schon erwähnt, dass es ist ein Film über starke Frauen und starke Frauen sind auch seine Mutter und Schwester oder in erster Linie die Mutter, die beide großgezogen hat. Das sind der zweite Punkt. Der dritte Punkt, wie der Kampf der kleinen Mia in Bosnien und Kampf der Eltern mit dem oder ja, gegen den System nicht, sondern mit dem System. Es ist tatsächlich ein Kampf. Ja? Also die haben gar keinen sozialen Dienst für solche Fälle. Es gibt auch keine Therapien. Die ganze Therapie ist aus dem Ausland angeschafft worden und es ist einfach so ein System, wo man dann wirklich von privaten Menschen immer irgendwelche Aktionen starten muss. Eine Spendeaktion, einen Spendenanruf, ein Telefon. Und wenn du das einmal, zweimal, dreimal gemacht hast, dann sagst du, ja, wo ist hier der Staat? Was passiert hier? Warum? Ja, und einfach der Kampf, den kann man so nicht gewinnen. Also das ist auch für Mia ist das gar nicht gut und fördernd, obwohl sie ein glückliches Kind ist oder die Eltern versuchen, ihr ganzes Glück zu geben. Das hat man auch gut im Film gesehen und die wollen nur, dass sie glücklich ist. Ja,
Also die Eltern, die tun wirklich alles dafür. Ich hoffe, dass ich immer noch so. Dass alles oder vieles da jetzt so auf Deutsch gesagt habe, was, weil es ist wirklich emotional das Ganze, ja. Okay, jetzt der zweite Teil der Frage. Okay, sad drugi dio pitanja. Mislim, što se tiče samih medija u Bosni i Hercegovini, film je prikazan na Sarajevo Film Festivalu premijerno prije nekih godinu i nešto dana. U tih prvih godinu dana ne bih rekao da smo imali neku veliku podršku, možda čak i nikakvu, što se tiče prezentovanja naše priče i cijelog filma u medijima. Film je tih nekih 12 mjeseci obišao nekih, ja mislim, preko 15 festivala u svijetu i doživio onako, što se mene tiče, poprilično dobar uspjeh. S tim smo baš zadovoljni. Ljeto smo organizovali u Cazinu i Bihaću prikazivanje filma gdje su sam novac od karata išao porodici za liječenje Mije. U tom trenutku su mediji podržali, to tu ne mogu ništa da kažem, ali mimo toga ne bih rekao da je nešto previše pažnje obraćeno. S tim da će se film sad prikazivati od 2025. na Hrvatskoj radio televiziji, tako da, eto, možda ćemo tu dobiti, a vrlo vjerojatno i na radio televiziji Republike Srbije od januara sljedećeg godine. Ali interesantno je, recimo, kada on to govorio, ne znam da li vama to onako malo, evo on je rekao, film su otkupile Hrvatska televizija i Srpska televizija. Naše televizije sve odbile. Naše televizije u Bosni, niko ne želi taj film. Jer je to malo ogledalo, nevjerovatno. Kao da kažem, nekakva kritika društva, a on... Jednostavno to... ne funkcioniše. Mislim, samo produciranje filma je bilo otprilike tako, što se tiče podrške iz naše države. Da, ali mi stvarno nismo imali... Film je apsolutno urađen samo s naše strane, mislim i što se tiče financijske strane. Also der film... Hallo? Der film ist gezeigt worden vor einem Jahr, ja, genau. Fast eineinhalb, auf Sarajevo Film Festival als Premiere und gut 15 Festivals mit einem beachtlichen Erfolg. Interessante Geschichte, jetzt mal das abzukürzen, wird auch gezeigt, auch im kroatischen Fernsehen. Und serbische Fernsehanstalten haben auch Interesse gezeigt. Und merkwürdigerweise bosnisch-herzegowinische Medien lassen sich da wohl nicht von beeindrucken. Und so genau war das auch die Produktion des ganzen Films. Sehr wenig Unterstützung seitens des Staates und den Medien innerhalb Bosniens. Ich denke mal. Ja. Noch jemand Fragen? Bitte schön. Gab es denn, Politiker oder Auswärtige von der Politik, irgendjemanden, der darauf aufgefordert worden ist? Oder, Daniel. Ja. Da li ima možda nekih političara u Bosni i Hercegovini? U Bosni i Hercegovini koji su primijetili važnost tog filma ili ikakvu reakciju da su vam onaj pokazali što se toga tiče? Mislim, ja vjerujem da postoje u Bosni i Hercegovini dalje takvi ljudi političari, ali ih mi još uvijek nismo uslušali. Ako budu slušali ovo, neka se jave slobodno. Mi smo tu. Also Borislav. Er glaubt, dass wirklich noch Politiker gibt, die Fall interessiert. Und wenn es welche gibt und ihr welche kennt, dann sagt ihm bitte Bescheid. Ich habe einen kennengelernt, der genau das Gegenteil war. Wir sind ja vom Verein seit 10 Jahren in Bosnien aktiv, auch im Bereich der Behindertenhilfe für Menschen mit Behinderung. Und wir wollen vor 8 Jahren mal eine Schule umbauen mit europäischen Mitteln, wo wir gesehen haben, da sind Kinder mit Behinderung, aber wo kein Lehrer ausgebildet war, keine Möbel passend dazu gab, nichts Barrierefreies und keine Qualifikation gar nicht vorhanden war. Und das wollten wir tun, hatten dann einen Termin mit dem Kultus- oder Bildungsminister vom Kanton Unasana und der hat gesagt, der macht das nicht. Ne? Obwohl es möglich gewesen wäre. Und die Frage, die ich so habe, ist jetzt schon wieder einige Zeit her,
Bosnien hat auch die Menschenrechtskonvention für Menschen mit Behinderung unterschrieben, inwieweit man auch möglicherweise in Bosnien sowas einklagen kann. Ob das was bringt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Die zweite Frage, welche Möglichkeit besteht man für auch so Elternvereinigungen, so wie hier in Deutschland Lebenshilfe oder andere mehr, zu unterstützen, dass die stärker werden und auch ihre Rechte als Eltern einfordern für ihre Kinder. Also und Politiker würde ich gerne auch noch kennenlernen, die tatsächlich dahinter stehen und sagen, wir tun da was. Okay. Ne znam jesi li razumio šta je Herbert? Slabo. Ok. Mi smo udruženje akcija Živjeti i učiti u Bosni i Hercegovini i sa posebnom isto namjerom da pomognemo osobama sa problema u razvoju. Herbert je imao kontakt sa jednom školom u Unsko-sanskom kantonu i bila je iskrena i čvrsta namjera da mi tu školu napravimo pogodnu za takve osobe, da mogu da pohađaju takvu školu. Herbert je inače po svojoj struci to i znao bi kako se to radi, ali nije postojalo interesovanje škole, ali nije postojalo interesovanje zaduženog ministra u Unsko-sanskom kantonu. I on je jednostavno rekao, ne, to nećemo uraditi. E sada, pitanje, da li postoje, kao Bosna i Hercegovina je potpisnik konvencije o pravima osoba sa posebnim potrebama. Da li ima neka mogućnost da se to nekako sudski, mada ja lično čisto sumnjam, evo pokazao nam je to i film, ali drugo pitanje Herberta je bilo, was war nochmal die zweite Frage? Jetzt hatte ich gerade auf dem Spiel. Elternverein. Genau, Elternverein, neko udruženje roditelja ili ne znam, da se na nivou države, na nivou kantona, grada, ima li išta da se može uraditi? Da li postoje političar koji bi to podržao? Vezano za prvo pitanje, ja sam isto kao nastavnik radio 8 godina u školi i imao sam lično takve projekte i kad god pokušamo nešto da, i radili smo i sa njemačkim organizacijama poput vaše i nikad nismo uspjeli ostvariti projekat, odnosno nikad se projekat nije mogao ili završiti. To su sad, mislim da je jako stvari teško objasniti ljudima ovdje kako to tamo funkcionira. Zašto jednostavno neko dođe i kaže, evo kao što ste vi došli, rekli mi ćemo napraviti sve, kao ne. To jeste potrebno, ali ne, to kao ne može. To je jednostavno teško za objasniti, to bismo sad mogli danima da pričamo zašto je to tako, ali jednostavno tako funkcioniše. Drugo, bilo su udruženja. Evo, majka Renata je rekla da su oni pokušavali napraviti udruženja, ali jednostavno to je kao borba sa vjetrenjačama, jednostavno ne funkcioniše, ne može, džaba udruženje i džaba 300 takvih roditelja čija su djeca ili su mrtva ili su 100% invalidi, jednostavno nema, kad nema podrške vlasti, države, zajednice, i to je u stvari poruka na kraju filma, to je bio citat iz dijela Derviš i smrt, da ako ne postoji u stvari da se zajednica funkcionira, da zajedno radimo, ne možemo ništa postići. Dakle, čovjek sam je teško nešto postigne, ali uz podršku zajednice, ja mislim da tako funkcioniše i festivala, ne bi bilo bez podrške zajednice i to je jedna zdrava jeli, okolina, ali to kod nas jednostavno. Ja. Also der Sabahit hat auch 8 Jahre lang als Lehrer gearbeitet und auch mit solchen Organisationen wie wir auch gut zusammengearbeitet, hat aber auch immer an der Politik gescheitert. Warum, aus welchem Grund, konnte er auch nie erfahren. Vielleicht könnte man sich jetzt stundenlang darüber unterhalten, ja, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ja, also das ist schwer zu erklären. Wir können auch nicht erklären, wieso wir bekommen keine Unterstützung von Stadt, von Ministerium. Und das,
überhaupt nicht. Ich bin selber zum Beispiel hunderte E-Mails geschrieben, immer ohne Antwort. Es ist für irgendwas. Wenn wir schreiben nach Sarajevo irgendwelche E-Mail wegen Forderung für Filme, wir bekommen nie Antwort. Nie. Keine Hallo, keine irgendwas. Nix. Keine Reaktion. Das ist nur einige Beispiele. Es gibt hunderte. Es ist, wir hatten hier vor ein paar Stunden schon eine Diskussion über Banja Luka, Sarajevo. Es ist immer so, wir verstehen, wir zum Beispiel, wir haben mehr Unterstützung von Kroatien oder Serbien als von Bosnien. Oder wir haben auch ganz gute Connection mit Banja Luka zum Beispiel, nicht mit Sarajevo, nicht leider, aber ich meine, dass einfach Kunst hat keine Grenze, keine Nationalitäten, es ist einfach Kunst, das sind einfach Filme. Wir müssen uns nicht über diese Themen überhaupt nicht reden, von welcher Stadt oder von... Genau. Ich möchte nur noch zurückkommen auf deine zweite Frage mit den Elternvereinigung. Die Initiativen waren da, die Leute, es kommt zu einer Vereinigung, aber die braucht Unterstützung, die braucht, und da scheitert es wieder. Also nur gemeinsam können wir an der Politik, an der Stadtverwaltung, gibt es gar kein Interesse, die richtig aufleben zu lassen, diese Vereinigung. Und wir leben in einer Welt, wo du als einzelne Person eigentlich nicht viel bewegen kannst. Ja, es geht darum, dass wir als Gemeinschaft was schaffen, genauso wie dieses Festival. Ja, das kannst du nur, kann man nicht alleine machen. Ne? Das ist ein Projekt vieler Menschen. Ne? Das ist ja genauso die Vereinigung. Ja, genau. Danke. Hätten wir noch Fragen? Eine noch Frage. Ist denn der Gedanke oder auch schon mal Anfrage gemacht worden, dass hier in Deutschland das in ARD, ZDF, also in den öffentlichen Medien gezeigt werden kann? Arte ist natürlich auch noch ein großes Medium, weil dann in Frankreich natürlich auch noch Leute den Film sehen würden. Und da kann man natürlich mit Sicherheit auch noch was bewegen. Auch wenn es immer schwierig ist mit Sendeplatz und so, aber... Wir haben ganz gute Partner in Bayern, eine Filmproduktionshaus, und die haben für diese Filmdistribution gemacht. Auch alle versucht, aber seit zwei, drei Jahren, es ist diese Forderung ist ganz schlecht geworden. Es bringt nicht viel. Für die Filme. Die geben nicht viel Forderungen für die Filme. Das ist seit zwei, drei Jahren, glaube ich, von Pandemiezeit. Und wir haben schon versucht, mit dem CDF, RTL in Österreich, Deutschland und Schweiz, aber kein Interesse. Kein Erfolg, ja. Das ist ja Hammer. Und es ist interessant, die Name Mia San Mia, es ist. Als ich nach Deutschland gekommen habe, das war der erste Satz, erste, was ich gelesen habe, Mia San Mia, und ich habe mich interessiert, was ist Bedeutung, und habe dann gelesen, dass das ist ein Slogan von ja, genau, aber es ist Bedeutung ganz interessant, dass wir sind, was wir sind, und das ist auch ein Motiv für diese Geschichte, weil steht Bedeutung, dass wir sind Familie, wir sind Kraft, wir sind und so weiter, und das ist auch von dieser Geschichte, es ist ganz gut verkloppelo se, ja, sa pričom, ja. Okay, also ich habe das Gefühl, wir könnten stundenlang uns darüber unterhalten. Das ist wirklich ein ganz großes Thema und großes Problem, nicht nur in Bosnien, ist überall, vor allem auf dem Balkan, aber wir müssen weiterkommen und jetzt vielleicht erstmal was Schönes vom Herbert. Aber erstmal. Ja, was Schönes, genau. Wir möchten uns bedanken. Gemeinsam. Wir bedanken uns.
Nun kündet Herbert Schröer die letzten Filme des Hauptwettbewerbs an. Und darunter befindet sich auch der Film, den die Jury als besten Film des Filmfestivals ausgezeichnet hat. Darüber spreche ich im letzten Teil in einem kleinen Podcast. Nach einer zufälligen Begegnung werden Olli und Mia Freunde oder etwas mehr oder etwas weniger. Ja, gut. Dann der zweite Film, The Man Who Could Not Remain Silent, 27. Februar 1993, Bosnien und Herzegowina. Ein Personenzug von Belgrad nach Bar wird von paramilitärischen Kräften im Rahmen einer ethnischen Säuberungsaktion gestoppt. Während unschuldige Zivilisten abtransportiert werden, wagt es nur ein Mann unter 500 Passagieren, sich ihnen entgegenzustellen. Das ist die wahre Geschichte eines Mannes, der nicht schweigen konnte. Der dritte Film, Beyond the Face, während er seine Wohnung nach dem Tod seines Vaters reinigt, erlebt ein junger Mann Erinnerungen aus seiner Kindheit, die er tief in seinem Unterbewusstsein verdrängt hat. Die Erinnerung an eine unbeschwerte Kindheit führt zu einem Moment, in dem er von der Gesellschaft aufgrund seiner Andersartigkeit abgelehnt wird. Und der letzte Film des Tages ist, ja, auch auf Bosnisch, Duhovi no Mojim Let Jima. Die Teenagerin Sara reist in eine kleine Provinzstadt, um an der Trauerfeier für ihre Großmutter teilzunehmen. Das sonst so ruhige Dorf wird durch den Bau der neuen Bahn gestört. Das sind vier Filme. Wir sind, glaube ich, alle gespannt darauf. Und ich freue mich dann, sagen zu können, wir haben heute nach der Sicht der Filme einen wunderbaren Tag gehabt. Schauen wir mal, was noch so kommt. Ja.